Oh, war so lecker. Hat lange, ne? Jetzt haben wir tagelang von diesen Mahlzeiten genährt. Zwei Tage gegessen, ey, Wahnsinn. Gute Lasagne. Hab eine gute. Eine gute Lasagne zu finden ist schwer, aber die war gut. Willkommen zurück bei Dead Cells und Entschuldigung, ich muss noch kurz aufstoßen. Leider bin ich heute nicht am Pad, also vielleicht komme ich noch mal ans Pad, aber es sieht nicht gut aus. Denn Colin hat hier das super Bild, wenn man eine neue Waffe, ein Bogen, der ja, in Ultralichtgeschwindigkeit ballert. Hier, guckt euch das an. Ich zeig's euch. Geil. Eine absolute Wahnsinnsmaschine. Ja. Bin gespannt. Vor allen Dingen, die können wir auch noch hochpowern. Ja, ich bin mal gespannt. Genau, wir sind ja jetzt davor. Wir cashen jetzt ja ein, was wir mühselig erarbeitet haben. Das bedeutet, genau, wir wollten jetzt eigentlich die Prozente hochjagen, hat man gesagt, ne? Hier. Ja, lass das doch mal machen. Das, was haben wir denn? 46. Das war zumindest, was ist denn das nächste Level eigentlich? Das hier? Da war's. Da drunter oder was? Nee, ich meine, man kann es nicht sehen, weil das ist die Darstellung so. Also wann der nächste Switch kommt. Wahrscheinlich jetzt bei. Wobei, du kannst noch mal. Nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt hast du es schon. Oh, 151 war's. Also quasi, ob der alle 10 oder alle 20. Ach, komm, weg damit. Ja. 30%, ey. Geiler Loot. Der ist gut. Nee. Hier aber die Modifikatoren, keine Farbe, Schüsse ziehen, eine brennende Spur. Das ist eigentlich ganz. Das ist super. Gerade hier, weil nämlich. Brennendes Ziel, 40% Bonusschaden. Und auch hier, 40% Bonusschaden. Das ist natürlich super. Das ist toll. Wenig Mühe, viel Freude. Das ist gut. Das ist toll. Das ist das Motto heute. So, da können wir nicht mehr, da haben wir schon. Da ist. Nee, haben wir auch. Das ist eigentlich alles gut gewesen. Ach, das hatte ich schon am Anfang verwirkt, ne? Mhm. Ah. Verwirkt. Auch ein schönes Wort, ne? Ach nee. Da kommen wir jetzt nicht hin, weil Spinnenrune haben wir nicht. Aber jetzt bin ich mal. Haben wir denn jetzt andere Möglichkeiten? Ja, jetzt gehen wir mal auf die Karte. Jetzt können wir nämlich auch noch ins Nest. Nee, da das war der Bossgegner. Da warst du Schreinruine ist das dumme Luftlevel. Gab's in der Ufersiedlung irgendwas zum. Und dann ist da die vergessene Grabkammer. Also. Es gibt ja nicht mehr jetzt an. Vergessene Grabkammer gibt es, glaube ich, dann auch eine Rune. Ja. Also, wir können natürlich. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber einmal zur Ufersiedlung, oder? Weil von der Ufersiedlung haben wir alle Möglichkeiten. Ja. Oder? Ja. Doch! Weißt du, das sind doch diese. Hier, Captain Ahab und seine tollen. Ich weiß, ich kenne die Ufersiedlung. Ja, deswegen, da ist, ich habe jetzt einfach Lust, die mit Sperrfeuer einzudecken. Ja. Ich bin nicht so ein Fan von der Ufersiedlung. Ja, immer. Was heißt Fan? Ich möchte einfach nur für all das Unheil jetzt mal. Stark. Okay, ging schon mal gut los. Erstmal sich ankündigen. Ja, okay, darf man natürlich nicht ganz vergessen. Okay, ja, jetzt, pass auf, jetzt kommt man. Jetzt geht's los. Übrigens, es gibt auch einen Perk, der, dann hast du mehr Munition. Ja, der wäre natürlich geil gewesen. Stimmt. Dann müsstest du die Mutation aber neu schmieden. Hätten wir natürlich gerade machen können, ne? Ja, das ist egal. Manchmal ist es einfach. Das mit der brennenden Spur ist halt auch ein schöner Nebeneffekt, weißt du? Boah, ist die Waffe geil. Ist geil. Also so kommst du quasi nicht auf deine Schritte ziehen, wenn du eins hier hättest. Weil du halt die Hälfte im ich bleib mal stehen. Ah, es ist geil. Ist gut. Und trotzdem haben wir noch den, hier das, den Safety mit dem Eis. Der manchmal so dann die. Das dann doch nicht ganz reicht, vielleicht. Ah, komm, ein bisschen Spaß. Alles grün. Ist halt auch geil, dass die durch die Gegner durchgeht. Ja. Also, das ist ja wie ein Laser. Das würde ich gerne anders triggern, ne? Weil ich glaube, wenn ich durchrolle, gehen die direkt hoch, oder? Nee, ich glaube, durchrollen ist doch immer Invincible Frames, oder? Kann sein. Ah,
Ah, guck, und die kleinen Würmer, die müssen dann durchs Feuer, um bei mir zu landen. Das ist alles sehr, sehr schön. Oh, ich hab Angst. Nein, hab ich nicht. Ah, ich hätte es mal jetzt probieren können, aber die Angst. Na komm. Das ist geil. Ah, bin ein bisschen neidisch. Verstehe ich. Sag mal, die Waffen ändern die teilweise ihre Farben, weil der Pfähler, ich meine, der wäre rot gewesen normalerweise. Wirklich? Ist der nur grün geworden, weil du gerade auf grün tickst? Also ich verstehe das nicht. Das ist eine gute Frage. Sollte ich das jetzt tun? Ja, ne? Ja, weil die Granate ist auch, die war gut, die hat lange Freude gemacht, aber jetzt. Ne, ich glaube, es gibt. Wie war das nochmal? Wir hatten ja. Aua! Der einfach auf zu spielen. Weil wir hatten ja auch eine Waffe, die wir schon haben, aber in einer anderen Farbe gehabt vorhin. Deshalb meine ich, es gibt das. Das kann nicht. Also. Oh, aber ich glaube, es ist nicht so, dass die quasi. Bärenfalle raus. Quatsch. Zu faul für die Bärenfalle. Okay, das war ein bisschen arrogant. Ich dachte, er wäre schon tot! Okay, gut, das war zu hochnäsig. Oh, das ist gut. Plus zwei. Jetzt haben wir nicht mehr das mit den Schüssen, aber ey, komm, hier sind doch keine Schüsse. Ich mach das weg. Ach was, das gibt hier nochmal plus zwei dann. Ja, genau. Ach, das ist mir auch noch nie aufgefallen. Okay, das ist natürlich super. Deswegen, das ist schon das ist stark. Ein guter Nebeneffekt. Hier waren wir ja auch schon x-mal. Ich finde es immer die Frage, ob es hier noch. War das alles? Anscheinend. Ah, fick dich. Nee, mach ich nicht. Ich bin ein bisschen versucht, weil ich gerade eher auf der überheblichen Seite des Spiels. Willst du nicht machen, ne? Sorry. Ich dachte ja nur, dass. Ah! Hier wäre dann Schluss fast gewesen. Tot. Du bist fast tot. Ja, ich weiß, hier wäre jetzt Schluss gewesen. Siehst du? Und das bestärkt mich wieder drin in dieser Taktik, die Umgebung, wenn du solche Sachen machst, erst zu säubern, weil du dich nicht mehr erinnerst. Ja, oder halt nicht aufhören zu spielen, nur weil du aus der Tür raustrittst. Ja, komm. Wenn ich, stell mir vor, ich wäre jetzt verflucht gewesen. Da hätten wir aber hier, da hätten wir aber. Achtung! Ja, komm, Krabbe. So. Nein. Noch irgendwas? Nee. So. Das gefällt mir. Ist das jetzt hier die Möglichkeit, den, Nee, ach, hier bräuchte ich jetzt wahrscheinlich auch die, ne? Die Spinne, logischerweise. Geil. Super gut gemacht. Schön. Ich habe schon wieder zu viel Energie verloren, insgesamt. Im NG Plus kannst du nicht zwischen den Leveln, kannst du nur alle zwei Level die Fiolen wieder auffüllen. Das ist hart. Okay. Da musst Und was ist da sonst noch? Schwerere Gegner oder halt nicht mehr aus? Schwerere Gegner, bessere Drops, der Klassiker so. Auch einfach andere Gegner in den Leveln dann. Tatsächlich. Aber das Krasseste ist, dass du die Fiolen nicht immer auffüllen kannst. Nee. Nee. Ich glaube, ich brauche die Kohle noch später. Wenn es denn später gibt. Siehst du mal wieder. Wieso hörst du auf zu spielen, wenn du aus einer Tür rausgehst? Weil ich nicht gewohnt bin, dass da noch Gegner sind. Das heißt, man könnte eigentlich immer aufhören zu spielen. Ich sag ja, dieses Level ist schwerer, als man so denkt. Ja. Mag das auch nicht. Da ist immer sehr viel Action. Aber so soll es doch sein. Das ist doch eigentlich genau dieses Souls-Ding. Du fühlst dich plötzlich so übermächtig, lässt einen guten Run und dann kommen wieder Gegner, die mit anderen Taktiken und einer anderen Konstellation, die einfach das Leben zur Hölle macht. Das ist doch eigentlich genau das, was uns auch so reizt. Das heißt, für mich jetzt einfach nur, sei aufmerksamer und nicht immer so schnell gierig. Ja, der hätte mich wahrscheinlich jetzt durchhauen dürfen.
diese Kanonenkugeln, die rollen halt weiter, als man denkt. Ja, ja. Er hat mich auch schon oft erwischt, wo ich gedacht habe, ah ja, gut, jetzt ist, explodiert die. Aber nee, die sind sehr penetrant. So, hier mache ich das jetzt mal. Mit dem Reingehen jetzt. Weißt du, aber da ist ja eigentlich nichts. Das heißt, es kommt wieder so eine Zoom-Wanze. Zoom-Wanze? Boah, Wanze bei. Okay. Alles klar. Hätten wir jetzt die Spinnenrune, hätten wir über das Haus klettern können, ne? Und den Schlüssel eingespart. Gut, haben wir nicht. Das ist dann was für dein Run gleich. Den sehen wir heute nicht mehr. Ah! Obwohl. Ja, ja. Oh. Also beamende Maden. Ja, das ist schon so im Grenzbereich des Erträglichen. Wo gehst du denn schon wieder lang? Ja. Wollte daher. Nee, das stimmt. Das hat man ja schon freigeschaltet. Ich möchte halt alles so freidecken. So, hier nehmen wir jetzt. Doch, oder? Ja. Nee, 50% Herz würde ich nehmen. Ja, stimmt. Das macht hier schon was aus. Ah, siehst du da, ne? Kackmale. Da gibt es nur Keulen. Mal essen, nichts, was wir brauchen. Aber das wird dann im NG Plus tatsächlich nicht schlecht, weil du dann eine Fiole auffüllen kannst. Also da bekommt das dann nochmal einen anderen Wert. Ist das denn eigentlich immer ist das immer festgeschrieben eigentlich, wo diese Essenssachen sind? Hast du da mal drauf geachtet? Weil wir hatten das ja jetzt in einigen Situationen, aber also gibt es immer in diesem Level und in dem anderen nie quasi? Dann brenn halt zu Tode. Also das kann sein. Immer noch den Freeze auch, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, du spielst so ein bisschen, wie soll ich sagen? Sag es. Ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ohne dass es böse klingt. Aber du möchtest nicht unbedingt immer alle Knöpfe drücken. Ja, ich bin ein bisschen faul. Knopffaul. Da gebe ich dir recht. Das liegt halt einfach daran, dass dieses Dauerfeuergewitter, was ich hier ja habe, dazu beiträgt, faul, dazu beiträgt, einfach faul zu spielen, weil man sich so sicher fühlt. Und dann ist man schon zu faul, den Trigger zu ziehen, auch wenn man es so wie jetzt einfach könnte. So. Links das, weiter. Ja, ich wollte eigentlich gerade cool Equipment nutzen, hab's aber verkackt. Freeze. Lernfall ich hab doch den. Ja, ja, die ist. Ich habe halt so viel gutes Zeug, dass man fast vergisst. Gerade auch diesen eben von mir noch so mega gehypten an die Wand Klatscher. Brauchen wir nicht. Verkaufen wir. Jetzt schon. Ja, ja. Ist der Level nicht schon. Ist da nicht schon Schluss? Also, wenn wir jetzt hier den. Oder ist das nur eine Zwischenstation? Dann geht's rechts auch noch mit der Stampfrune raus übrigens. Du brauchst aber noch einen Schlüssel. Dann gibt's da noch eine. Ah, okay. Also wir müssen jetzt hier weiter. Heißt ja, das. Wir den zweiten Schlüssel, oder? Kriegen wir, glaube ich, nur mit der Spinnenrune, ne? Ja. Da kannst du nochmal durchstampfen durch die Wand. Okay, dann kriegen wir nur mit der. Und ja, aber da war jetzt ein Schloss unten. Oder kann man das hier raus? Rechts rund raus dann. Da. Ah, nee, da oben. Mhm. Da runterstampfen. Ja. Und da gibt's ja ein Schild. Okay. Aber gut, du kannst hier noch ein bisschen was. Ah, warte, geh noch mal weiter. Ist da noch was? Fällt mir die Stampfrunde. Mhm. Aber haben wir alles in dem Level? Wir können noch mal einmal gucken. Es gibt nur einen Ausgang, also. Genau, hier hätte ich in der Mitte, wo diese Säule ist, da hätte ich drüber springen können, aber da fehlte mir eben die Spinnenrune. Und dann hätte ich unten in dem Turm den Schlüssel gespart. Alle Türen sind dunkel. Kam mir auch relativ übersichtlich vor. Ja, kurz Mal, ne? Irgendwie dieses ja. Mal, ja. Na gut. Na gut, so soll es so sein. Das heißt, Glockenturm, danach ist wieder Bossgegnerzeit, theoretisch, ne? Also ich bin, glaube ich, noch zwei reguläre Level vom Boss entfernt. Glockenturm, diese Hüterin der Zeit. Mhm. Und dann kommt noch diese Burggeschichte, da wo du am Anfang der letzten Folge
Erinnerst du dich nicht mehr? Da war am letzten Mal in der Folge. Ich erinnere mich jetzt. Wo du dann irgendwie. Direkt am Anfang. Ja, weißt du, da, wo du da gestorben bist. Ja. Also deswegen. Ich dachte schon, wüsste ich nicht mehr. Nee, doch, ja. Ich habe das ist mein Tagebuch auch eingetragen. Okay. So, was hatten wir denn hier angefangen? Ah, nee, gar nichts. Was machen wir? Sollen wir den einfach mal. Ist jetzt zweimal. Das ist ja gut. Mach mal. Ja, komm, das ist ja, was rede ich denn? Ich bin hier mit Pfeilen unterwegs. Das ist doch total super geil. Lohnt es sich denn, das auf jeden Fall zu machen? Lohnt es sich denn, Mutation zurückzusetzen? Gibt es jetzt irgendwas, obwohl das eigentlich alles ja gar nicht schlecht war, ne? Und es ist auch im grünen Bereich nichts, was. Nee, lohnt sich nicht. So. So, auf geht's in den Glockenturm. 34 Gegner schon wieder besiegt. Also die Gegnertüren gibt's immer, ne? Mhm, ich glaube, die werden auch nie höher als 60. Okay, das heißt mit 26. Erstes 30 und ab dann ist, glaube ich, immer 60. Oh! Infanteriegranate. Ja, ist halt rot, ne? Die Musik klingt ja auch ganz geil. Die ist ein bisschen pushy. Die sind fies, die Typen. Die werfen Bomben, aus denen noch mal mehrere Bomben rauskommen. Ich erinnere mich irgendwie dunkel an. Da musst du echt aufpassen. Ach, guck mal, das kann ich sogar im Ducken. Das ist geil. Freeze. Schon ganz schön krass. So, noch einmal gucken. Oh, minus 10%. Allein das ist doch schon ein Argument, oder? Mhm, verlierst du dann links eine Stufe Power. Ja. Das ist echt, das würde ich gerne mal statistisch sehen, was jetzt schlauer wäre. Da kann bestimmt jemand super berechnen, bei deiner Spielweise verlierst du mehr und. Na, du tauschst halt 5% erlittener Schaden gegen 15% mehr Damage. In meiner, du würdest wahrscheinlich sofort auf den Schaden gehen, nachvollziehbarerweise, weil das deine offensiven Spielweise. Was tot ist, kann dir keinen Schaden machen. Es stimmt, aber was tot ist, kann dir noch eine Sepsis zufügen, weil du dich hast verletzen lassen und dann. Ist da, um mal wirklich mal jemand Großen zu zitieren, das ist ja mein Run. Ich mach das. Das ist auch okay. Du bist ein defensiverer Spieler, ja, deshalb bin ich. Passt das ja dann vielleicht auch besser zu deiner Spielweise. Bist halt jetzt super schwach, aber du siehst ja hier, wie viele Schüsse du jetzt brauchst. Fast unendlich. Ja, genau, es geht das wieder mit dem in die falsche Richtung schießen los. Du musst in die richtige Richtung. Oh, pass auf, jetzt, pass auf. Und geh doch hoch. Ich hab mal wieder, ne, du wolltest das. Und die Spikes sind sogar blutig geworden. Kleine Details. Oh. Drei hintereinander. Das erinnert mich an meine alten Hamburger Tage, als es immer für einen Markt gab. Drei hintereinander. Was gab's hintereinander? Achso, als bei Mc's früher oder sowas mal so Hamburger für eine Mark oder irgendwie so Deals gab. Nee, ich bin dumm. Erst den Teleport aktivieren. Dann kannst du durch den Level irren. Ich glaube, ich mache demnächst mal eine Darmspiegelung. Ja. Finde ich gut. Aber zurück zum Spiel. Wie kommst du da drauf oder willst du das doch nicht näher verdienen? Ja, ich weiß nicht, ob das die Leute so krass interessiert, aber einfach. Ich glaub's schon so. Die Gesundheit, die Vorsorge. Das sind diese blöden. Ich ärgere mich echt. Ich hatte ja Ende letzten Jahres eine Magenspiegelung, da hätte ich direkt eine Darmspiegelung dran denken müssen. Ja. Oh ja, du! Da war hier der Erfolg. Hast du gesehen? Mhm. Das passiert. Sehr gut. Aber das ist ja ein ganz spezieller Erfolg gewesen gerade. Ja. Nicht einfach nur in die Spikes, weil da sind wir ja schon mal rein. Mit voller Wucht da rein. Das war gut. So, hier war doch nur dieses Turmzimmer, wo eh nichts ist. Aha. Ja, Kämmer. Ich habe gerade
Das war die Lasagne von letzter Woche vor der Sendung. Lecker. Aber darfst du auch nicht so häufig essen. Ich hatte lange keine Lasagne. Ich habe irgendwann gab es den Zeit, glaube ich, habe ich mich überfressen an Lasagne. Mhm. Seitdem, ich bin dann auf Tortellini umgestiegen. Ja, ich muss sagen, meine Erfahrungswerte mit Tortellini sind meistens so, dass es eine relativ geschmack- und freudlose Veranstaltung. Nee, nee? Das kannst du, ich tu dem. Das kann ich ja wirklich nun gar nicht teilen. Also, okay. Da ist ja alles, was man sich wünscht. Nudel, Fleisch, Käse. Ja, aber ist das nicht immer so, dass du diese leicht bröselige Innenmasse, der Teig ist nicht, also. Na gut, wenn du eine schlechte Tortellini. Ja, wahrscheinlich ist das das Problem. Das ist, sonst bröselt da nichts. Das ist aber so meine Erinnerung daran, dass es so. Das Einzige, was da bröselt, sind deine Erinnerungen. Ja, aber wir sind erschreckend präsent gerade, muss ich sagen. Also, hier wieder, ne? Erst den Teleporter starten und dann ins Vorzimmer. Warten. Ah, hab ich noch gar nicht erzählt. Du bist ja auch ein Jünger des Thermomix. Also du hast mich ja sogar dazu gebracht, mir einen zu holen. Ich bin verantwortlich für dich. Ja. Und ich habe am Wochenende falsche Richtung. Ja, habe ich mit den Kids Thermomix so einen Schoko-Brownie-Kuchen gemacht nach Rezept. Und ich kann ja nichts in der Küche, ne? Ja, aber den. Aber der war so lecker. Da muss ich mich einfach mal selber loben. Der war wie aus einem Superladen. Ich hab da reingebissen. Der war moist, der war schokoladig, der war aber auch nicht zu süß. Die Konsistenz, der hat richtig, der war tight. So, weißt du, nicht so, dass der irgendwie auseinanderklabustert oder so. Der hat komplett, hat alles gestimmt. Und ich hab den selber gemacht. Also mit der Hilfe vom Thermomix, naja, Freund, Küchenfreund. Mit meinem Freund Thermo. Ja, finde ich gut. Und ich bin echt, also. Ja. Geil, es ist natürlich idiotensicher, ne? Also man muss da ja wirklich nichts machen. Der Thermomix sagt dir, was du machen sollst. Und da kannst du ja eigentlich auch nicht viel falsch machen. Aber das hat mich nochmal überzeugt, wie geil dieses Gerät ist. Ja. Dass jemand wie ich in der Lage ist, so eine leckere Speise zu kreieren. Es ist halt einfach nur, es hilft dir maßgeblich beim Kochen und du kannst wenig falsch machen. Ja. Ansonsten ist das ja, die Zutaten, all das ist ja, also viel originaler kannst du ja dann gar nicht kochen, weißt du? Also das ist ja immer ohne irgendwelche Fixtüten oder sonstige Tricks. Deswegen, brauchst du ja manchmal auch 20 Zutaten von der Liste. Ja. Aber das schmeckt dann auch geil. Also, ich war wirklich. Das freut mich. Also, das hat mich wirklich gefreut, wie. Weil meine Backerfahrung jetzt wohlgemerkt, nicht Kocherfahrung, Backerfahrung sind immer eine Katastrophe gewesen. Absolute Katastrophe. Entweder ist das die Konsistenz, dann hast du einen Kuchen gemacht, der ist auseinandergeflattert oder zerbröckelt oder war zu trocken oder zu matschig oder weiß ich nicht. Irgendwas war immer. Ja. Aber die waren so perfekt. Da war ich richtig stolz. Ich wäre fast damit zum Kaffeeladen gegangen und hätte gesagt, wollt ihr mal meinen? Schmeckt das nicht so? Ja, wollt ihr mal bei mir probieren? Ja. Das ist möglich. Ich habe da irgendwann mal, das hat Kerstin gemacht, weil die backt eben auch sehr gerne und hat irgendwann auch mal so ein Rezept. Das waren die so, auch so quasi so Muffins, aber so, so nach amerikanischer Cheesecake-Art. Mhm. Also eher dieses Gott hab ihn selig, der Starbucks Cheesecake und nicht dieser deutsche Käsekuchen. Genau. War das köstlich. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Ne? Ja, Cheesecake und Käsekuchen. Ja, aber ich würde jedes Mal den New York Cheesecake bevorzugen gegenüber dem deutschen Käsekuchen. Ja. Der ist halt immer so ein bisschen schleimiger, ne? So gelatiniger oder wie auch immer. Aber ich mag den auch total gerne. Und das ist das Schlimmste, es gibt ihn bei Starbucks nicht mehr. Da gab es den Raspberry White Chocolate. Und das war für mich einfach das war das Einzige, was ich wirklich, wenn ich mal Starbucks hatte, wo ich sagte, ey, das ist mir jetzt wert. Und dann noch Eis gekühlt. Ja. Und den gibt es nicht mehr. So gibt's den nicht. Weiß ich nicht mehr. Die haben irgendein leidiges Alternativprodukt. Aber den haben sie, glaube ich, aus dem Programm genommen. Und trotz Anfeindungen bei Twitter. Meinerseits, wo du merkst, habe ich doch keine befriedigende Antwort bekommen. Es ist hier wieder kalt, ich hole uns mal eine Heizung. Ja. Oh, es ist geil. Oh, wenn ihr den mal gegessen habt, diesen Raspberry White Cheesecake. Oh, lecko mio, das war wirklich. Das zeigt immer so, das ist so ein bisschen wie es war einmal mehr, wird ich bringe, ist mir zu kompliziert, der Satz. Ich
springe nicht zu Ende. Ach, guck mal, hier haben wir die Serenade. Aber ich verzichte auf die Serenade. Aber das, ich habe bei diesen Dingern immer Angst. Diesen, ich glaube, Simon hat schon kaputt gemacht. Es ist bizarr. Wir beide wissen, was bizarr ist, weil es sehr wahrscheinlich ist. Es ist sehr wahrscheinlich. Ich frage mich aber. Da muss ich hab das auch immer für einen Mythos gehalten. Wie kann man denn die Dinger überhaupt kaputt machen? Ah, jetzt habe ich schon wieder. Ich bin durch die Tür gegangen. Ich habe gerade was Geiles erlebt. Du hast es nicht gesehen, ich werde es auch nicht wiederholen können. Aber. Dieser. Dieser Dings hier, diese Mutation hier, diese. Ja. Die schleudert auch Geschosse weg. Ach. Also eine Bombe wurde, konnte ich gerade wegpingpongen. Oh, doch, jetzt wird's warm. Geil. Er hat es doch nicht kaputt gemacht, scheinbar. Geil. Ja, ach, hätte ich jetzt mal zeigen können hier. Hab ich. So. Liebe Regie, könnt ihr uns noch die Restzeit vielleicht auf den Bildschirm legen? Ja, das wäre top. Damit wir wissen, ob wir heute noch eine Chance haben, das Ende zu sehen. Ich glaube schon. Also vielleicht auch nicht. Weil das ist ja eigentlich der letzte. Nee, der vorletzte Level. Hier kommt der Bossgegner, an dem wir noch nie gestorben sind. Das ist ein sehr merkwürdiger Turm, ja, der extrem hoch geht, aber bisher nichts zu tun. Der Boss ist mega easy. Okay. Nehmen wir, ne? Ja klar. Sorry. Bärenfalle. Und ballern. Ey, dieses Ding ist einfach Wahnsinn. Guck mal hier, guck mal da. Ja, sehen wir jetzt. Dankeschön. Sehen wir jetzt. Sehen wir jetzt. Seht ihr das jetzt? Ja, Mann. Nee, jetzt mache ich das natürlich nicht, weil habe ich ja schon. Ey, du hast doch besseres, ja, ne? Ich habe dadurch aber 4 grüne Pergamente hier schon eingecashed. Das sind also ja, du 60, bist schon 16 ist mehr. Schon stark, ey. Das ist schon. Ich wusste es. Aha. Ich glaube, das war nur das Vorbeirollen. Das war das Rucksackrollen, ne? Ja. Das glaube ich auch. Du kannst die Hähnchenkeule ruhig essen. Du hast nur noch halbe Energie. Aber ich. Nee. Doch, ess es. Pass auf. Ich bin ja dumm. Die kann ich ja verkaufen. Ich, guck mal, ich habe noch 3 Füllungen. Der Level ist doch vorbei. Naja. Es ist doch jetzt. Du hast 13.000. Was willst du mit der Kohle? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe das Gefühl, gleich kommt irgendwas Geiles. Kommt nichts Geiles. Ey, dass man diesen Bogen nicht immer haben kann, das ist das, was mich gerade. Okay. Ich habe da gut gedacht, aber. Das war ganz dumm. Ich wollte gerade demonstrieren, wie das. Wie schön das sein kann. Ah. Das auch noch, guck mal hier. Lecco mio. Jocuzel. Oh, noch und auch noch eine, die mir die freie Wahl lässt. Also jetzt wird's imba. Ich bin schon auf 17. Mhm. Ja, aber ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich, so mit 18 nee, beim Boss zu landen. Oder hier, so. Pass auf. Na gut. Weil du hast, was es hätte sein können. Oh, du Arsch! Ach so, die ist durch die Wand gebrochen. Ja, logisch, das war natürlich geil. Er hat sie hochgeworfen, aber ins Loch gefallen ist das dann. Eine neue Schockwelle. Ja, können Sie uns mal angucken. 7 plus. Aber sie ist halt lila, ne? Und lila sind wir bei 3. Aber wir können mal. Ach so, die ist lila. Nee, das ist Quatsch. Bringt ja nichts. Nee, dann ist ja Quatsch. Wieso ist sie. Das meine ich nämlich, ne? Manche Waffen dann eine andere Farbe haben. Das hat mich jetzt auch gerade gewundert, ehrlich gesagt, weil ich hatte immer das Gefühl, die würden sich irgendwann so einmauscheln auf das, was du möchtest. Ja, ja. Na? Machen sie, glaube ich, tendenziell mit einer Fehlerquotient. Sag mal, guckst du eigentlich Book of Boba? Nein. Zu Recht. Ja, ich. Wenn es um das Universum geht, bin ich ja wirklich der letzte Early Adopter, den es gibt. Oder jemand, der da am Puls der Zeit ist. Ist ja kein großer Star Wars-Fan. Nee. Ich habe auch immer noch nicht hier, wie heißt die andere Serie nochmal? Mit der sie quasi Disney Plus gestartet haben. Genau. Keine Folge gesehen. Aber ich glaube, würde ich mir geben. Also, Mandalorian ist auf jeden Fall bislang besser als Boba Fett. Okay. Aber ja, Disney und Star Wars ist für mich nicht die Traumkombination, muss ich leider sagen. Ja, aber ich glaube, aber Star Wars alleine war doch auch dann eigentlich schon immer auf dem absteigenden Ast, oder? Ach, jetzt hör doch mal auf. Ja, oder komm. Es ist nicht so, dass wir. Oh, ja. Okay, jetzt machen wir das. Das machen wir. Dann hast du noch 29 und die würde ich dann mal ganz oben in was stecken. Hier zum Beispiel Moldres Erbe oder so. Dann haben wir das mal. Ja, hast recht. Das fühlt sich auch immer so an wie so ein Sparkonto, dass du nicht, oder einen Bausparvertrag, den du nicht angemessen füllst. Hast du einen Bausparvertrag? Er kennt das nicht. Nein. Ich hatte mal einen, aber ich habe ihn nie gefüllt. So.
Hier ist nichts zu plussen, das ist klar, ist nicht schlimm, sondern wunderbar. Das ist 13.000, also wenn die Modifikatoren... Ja gut, du hast natürlich mal gucken. Ob können wir mal machen, aber nicht, dass gleich wieder irgendwie geile Angebote im letzten Level kommen und ich habe nicht genug Penunzen. Also brennende Spur ist super, wollen wir haben. Hier kannst du sicherlich nichts mit Brennen machen, sage ich jetzt einfach mal so. Das Schwert ist immer noch gut, Opfer brennen, wenn sie sterben. Das ist gut im Rucksack, ich glaube, das ist... Hier könnte man mal einmal gucken. Ob man gegen brennende Ziele zum Beispiel. Weil blutende, da habe ich nichts. Nee, mach mal brennende. Nee, nochmal. Aber explodieren und lässt es auch nicht schlecht. Ich spinne noch einmal. Ich glaube, das Geld werde ich noch brauchen gleich. Für was denn? Ja, letzter Level. Wer weiß, was ich da noch an Edelheimer bekomme. Und vom Bossgegner dann nochmal Quali Plus. Du kennst es doch. Nee, ich nehme das mit. Sorry. Ich bleibe dabei. Das ist dein One. Genau. So, und jetzt können wir mal gucken. Also Rucksack, den will ich haben. Vergeltung. Das wäre jetzt die Frage. Ich kann ja leider nicht meine. Doch, ich habe ja gar nicht die. Moment. Mach mal zurückgesetzt. Also. Guck doch einfach, das kostet 1000, wie viel du kriegst. Du bist immer sehr mit dem Geld, also sehr. So, und jetzt kannst du ja gucken, zwei Stück. Also, Rucksack des Reckens möchte ich haben. Der war, glaube ich, der ist gut. Oder ist die Vergeltung besser? Nee. Vielleicht beim letzten Boss. Lass uns kurz drüber nachgrübeln. Vielleicht hilft uns ein kleiner Superspot dabei, unsere Gedanken zu präzisieren. Wie ist Schach bei dir im Moment? Macht es noch Spaß? Ah ja, es hat eigentlich nie Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Das kennst du es ja. Aber woran liegt es? Spielst du zu viel und trainierst nicht genug? Was ist das Problem? Ja, ich stagniere. Ich komme nicht voran, ja. Irgendwas scheinst du falsch zu machen. Ja, ich weiß auch nicht, Jan. Ich glaube, irgendwie. Schach ist schwer, finde ich. Findest du nicht? Ich weiß nicht, ob du irgendwas falsch machst. Mir ist nichts aufgefallen. Noch viel schwerer als früher. Ja! Mit dem wunderbaren Jan Gustafsson. Freuen wir uns drauf. Du auch? Ja, toll, mit dem wundervollen Jan Gustafsson. Und Ede ist auch dabei. Ja, und, nein, das ist toll. Nein, das ist doch dein Ding, oder? Ja, das ist genau mein Ding. So, jetzt wählen wir aus. Ich mache Munition doppelt. Ja, mach dafür machen wir den ganzen Driss ja hier. Und dann mache ich jetzt, glaube ich, auch tatsächlich noch den Rucksack. Weil das ist, glaube ich, etwas, was wir hier potenziell unterschätzen. Ja, aber es spricht nicht für deine defensive Spielweise. Ja, aber für mein Rollen. Ne? Ich rolle und du stirbst. Du rollst mit den Besten, los. So, sind wir das nicht vergessen? Jetzt bin ich gespannt. Ist eh noch nicht. Kommt noch ein Level. Schon, aber jetzt ist ja dieser Bossgegner. Und jedes Mal denke ich, weil wir so ohne jede Angst da reingehen. Ja, es ist so, wie du sagst, aber. Also, vielleicht haben wir den jetzt gepatcht. Nein. Die Hüterin der Zeit hat keine Zeit. Aber man muss natürlich auch auf sie schießen. Und zu mal freezen, genau. Ach, schlecht. Ich habe keine Lust, noch irgendwelche Waffen zu benutzen. Schieß doch einfach, mach sie doch einfach tot jetzt. Schön. So viel Energie fängt ja schon wieder an, irgendwas zu erzählen. Ja, ich wollte jetzt einfach so. Lass mir doch einfach, was erzähle ich denn hier überhaupt? Das ist mein Run. Das was wäre, wenn, das spielen wir gleich. So. Aber ich verstehe schon, du bist langsam wieder hibbelig, ne? Ja. Oh, der Fehler. Ich weiß, du liebst den Fehler. So, dann nehmen wir erstmal mit. Wurf, Doppelballiste nehmen wir nicht mit. Und ich weiß, er ist eh rot. Ist eh rot. Aber der ist ein schönes Rot. Das aber siehst du, jetzt ist er nämlich rot. Und vorhin war er grün. Ja, vielleicht gibt es aber Zwitterwaffen. Oder, nee, es ist doch nicht so, dass Waffen grundsätzlich in jeder Kategorie vorkommen, oder? Ich weiß es nicht. Weil du holst dir, wenn du die freischaltest, sind die ja zumindest immer vertreten in irgendeiner Farbe. So. Erinnern wir uns, hier, falls du dich nicht mehr erinnerst, letzte Folge haben wir genau hier gestartet mit dir in diesem Level. Was ist dann passiert? Ich glaube, willst du wieder foppen? Pass auf, ich nehme das hier mal. Nee. Ach doch.
Ich habe das Gefühl, es ist immer gut investiert hier, wenn man hier hinkommt. Gibt es nach wie vor nichts. Jetzt, pass mal auf, werden wir gleich beide sagen, gut, dass wir gespart haben, das Geld. Achso, ich muss die Mutter. Friert Gegner ein. Eisarmbrust. Ja, gut, hätte man auch. Aber nee, warte mal. Haben wir schon mal eine lila Brust oder? Nicht Brust, sondern. Oder Keule. Ja, irgendwas gesehen? Eine grüne Keule zum Beispiel hatten wir ja noch nie. Und ich glaube auch, dieses Chicken-Ding ist immer nur nein. Ey, liebe Regie, wollt ihr uns noch sagen, wie lange die Sendung noch geht? Na. Na, 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 na. Sonst mache ich das hier. Das ist wirklich. Hey, wir haben plötzlich. Ey, wir haben die 90er zurück. Wir pitchen gerade hier MTV. Ja, oh geil, wir haben geile Tracks, die neuesten Scores und News. Kennt ihr schon den neuen MC Hammer Track? Checkt das aus. Ach, er tanzt wieder. MC Hammer. Can't touch this. Voll verrückt. Die Crazy Show neu auf MTV. Ist super geil. Das war echt schon. War nicht viel, nicht alles. Okay, jetzt konzentrieren. Das war gerade echt. Du wolltest mich reintricksen, ne? Holt euch fette Beats für euer Handy. Wählt 555 MTV Jealous. Du willst den verrückten Frosch? Dann hol ihn dir. Du und deine Clique wollt heute mal richtig das Breitschwert 8 ausprobieren? Kein Problem. Oh, warte. Regeneriert 1% deiner Gesundheitspunkte pro Angriff. Gilt das auch plus 100% erlittener Schaden? Moment, das ist doch, das ist ein Fluch, was oder? 100% erlittener Schaden. Und das macht ja gar keinen Sinn. Du kannst doch nicht 1% der GP kriegen und 100% Schaden. Oder wie, oder was? Ich verstehe auch nicht. Also, das ist klar. Wenn ich einen Nahkampfangriff mache, kriege ich 1%. Aber das ist doch ein viel zu guter, das muss doch ein Haken sein. Und 100%. Ach so, ja, ja, klar, natürlich. Hä? Das ist der Fluch. Das ist der Fluch? Ja, ja. Ich habe 100% mehr Schaden. Ja. Von Gegnern? Ja. Ja. Nee, mach nee, das dann also, Gott hüte. Das wäre fast. Das ist nämlich so wie der Vertrag, in dem du dich in das Kleingedruckte nimmst, es mit, aber sie können schon mal unterschreiben. Ah, es gibt die Fleischpeitsche. Ja, aber die Elektri ist schön. Die ist schön, aber die wollen wir ja nicht. Das ist. Der haben wir heute nichts am Hut. Dann schauen wir jetzt, was sie noch erwartet. Oh, bitte, 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 lass es das sein. So, 3 Schlüssel musst du sammeln. Dann gerade ein schöner Anfang. Den Boss mal rammeln. Ich wollte gerade sagen, das klang wie so in mein erstes Pen and Paper. So, du findest eine Scroll, auf der steht: 3 Schlüssel musst du sammeln, bis Isegrim dir offenbart, wo du erst letzte Woche mit deiner Freundin wart. Oh, that's deep, man. Das Liebe ist, wenn so ein Reim einfach nur stattfindet, weil ein Grammatikfehler. Du bist dem ausgewichen. Wow. Das war geil, ne? Ich würde auch ehrlich gesagt die Freeze-Keule gar nicht mehr benutzen. An deiner Stelle. Stimmt. Die ist Quatsch. Was ist denn das? Seltenen Entwurf. Tornado. Tornado. Was meinst du, wenn Reime nur zu Ende geführt werden, weil man gesagt hat, wir müssen. Nee, wenn du einfach der Reim nur klappt, wenn du komplett grammatikalisch alle Gesetze über. Boah, Leckobärchen. Ja. Aber das passiert ja leider häufig, wenn man nicht so genau weiß, wenn man ohne Navigation in den Reim startet, sag ich jetzt mal so. Geil, geh mal rein. Also, 3 Elite-Gegner sollst du killen. Und danach kannst du beim Endboss chillen. Ich hätte jetzt auf Blutdurst stillen, aber ja, Varianten. Beides. Ein Reichtum ermöglicht dir den Kauf von Villen. Ach, guck dir das an, er brannt. Ich dachte, er würde sterben im Brand. Doch erst musst du gewinnen. Gegen den Supervillen. Oh Gott. Gewinnen, Willen, das ist schon, das hast du in Frankfurt gelernt. Willen, Willen. Das hast du in Frankfurt gelernt. Ich habe vieles in Frankfurt gelernt. Ja. Vor allen Dingen meine Rechtschreibung. Oh, Elite-Time. Oh, bist du gleich tot? Oh. Das ist arrogant. Halt es kaum aus. Ja. Ich weiß, es wird sich rächen.
Aber ich genieße es doch einfach so. Oh. Mann, freeze doch die Gegner zuerst, Colin. Ja, vor allem, ja, du hast, ich hab's einfach vergessen, dass ich diese Taste... Mach es doch einfach bei jedem Gegner. So, so? Ja. Okay, jetzt hier runter? Ja, wenn er unter dir steht, natürlich. Du weißt, dass das Level, wo ich gestorben bin, mit sehr gutem Equipment, ne? Ja, das stimmt. Er freest ihn einfach nicht. So, pass auf. Ja, weil ich unten gepiesackt wurde. Ja, umso besser, wenn dann oben keiner angreifen kann, oder? Ja. Aber mein Schnellfeuerbogen, der ist doch hier. So, jetzt konzentrieren wir uns. Der ist ein bisschen schwerer, der ist ein bisschen schwieriger. Ich sag nichts mehr jetzt. Aber dieses Freezen, das ist wirklich ein... Gut, ne? Das ist Timing auf... Das hilft total. Nee, ich wollte sagen, das ist ein Duell auf den letzten Frame. You know? Mhm. Also wirklich so. So, Freeze ist so ein bisschen sehr gute Taktik. Wenn man sich eine gewisse. Die lassen wir erstmal. Ich weiß nicht, ob ich sie noch brauche. Ich werde nicht mehr reden jetzt, bis du beim Endboss bist. Doch. Ach, du möchtest sagen, wenn du willst dir nicht den Vorwurf einer möglichen Ablenkung meiner geistigen Kapazitäten. Meine Oma. Weg vom Spiel. Immer zu sagen, wenn du nichts Positives sagen kannst. Dann halt doch mal die Fresse. Dann halt die verdammte Schnauze, du Hurensohn. Ja. Meine Oma war eine sehr weise Frau. Meine Oma kommt auch aus Frankfurt. Ach, da ist ja mein liebster Hurensohn wieder. Meine Oma, du alte Schlampe, na? Wie ist es? Man kommt zu Oma. Boah, Oma, hast du gesoffen oder bist du schon tot? Was stinkt das hier so? Du stinkst wieder wie die Kuh aus dem Arsch, ey. Ich hab dir doch gesagt, wenn du es nicht hinkriegst mit der Dusche. Ruf jemand an, aber nicht mich. 911. Kann nicht so schwer sein. Aber ich bin doch nicht. Ja, komm, lohnt sich schon. Ja, komm. Ach, der Ede ist mein liebster Enkel. Aber für den Wodka reicht's noch, ne? Ich weiß, du hättest dir eine Flasche Schnaps gewünscht. Gibt's bestimmt auch solche. Oh, Elite-Gegner, habe ich Angst? Nee, natürlich nicht, weil du bist Colin. Oh, ich dachte, geht ja schon los. Boah, guck dir das an, guck dir das an. Übrigens, den Zeitlupeneffekt kann man ausschalten, wenn man will. Ja, aber wer will das denn? Also ich zumindest nicht. Aber das ist natürlich mega geil. Stimmt. Das könnte was sein. Ignoriert Schilde. Für den letzten. Aber das, guck mal, das Breitschild ist halt noch mal heftiger, ne? Nee, vom Schaden her nicht. Doch, 5000. 13.000. Ja, aber doch nur, wenn du mit der Spitze haust. Das ist doch der kritische Schaden. Du willst doch mit der Spitze hauen. Nein, aber ich will es doch in den Rucksack tun. Da ist mir doch der kritische Schaden egal. Du wirst beim letzten Boss nicht mit der Armbrust kämpfen. Meinst du? Glaube ich. Du brauchst High Damage. Und den letzten Boss immer mit so einer Peitsche 13.000? Ja, dafür musst du ihn aber erstmal in der kritischen Positionierung haben. Okay, wir verkaufen das Breitschwert, nehmen die Peitsche mit. Ja. So schlimm wird es wohl nicht sein. Mach das. Und dann entscheide ich mich, weil man kann ja ins Menü gehen und die Sachen wechseln, ohne dass das Spiel, so wie wir das von vergleichbaren Spielen kennen, weiterläuft, ne? Boah! Das war auch schön reingetrickst. Ich weiß nicht, drauf können durch die Wände schlagen. Das ja, ich hab's dir nur vergessen, dass sie das, dass da oben einer ist, man sah ihn so schlecht. Endlich freest. Ja, du hast recht. Ich gebe zu, dass ich das Freezen in der Arroganz meiner Handlung. Ein bisschen, ja. Was soll ich da sagen? Es war ein berechtigter Einwand. Gut. Es war ein guter Hinweis darauf, meine Spielweise zu optimieren. Gut. Danke dir. Das freut mich. Na? Ich habe das Gefühl, lange würde ich gerne küssen jetzt. Ja. Lass uns noch gucken, einfach erstmal, ja? Ja. Ich fühle mich geschmeichelt und bin auch ein bisschen neugierig, um es mit den Worten von Homer Simpson zu sagen. Aber. Boah, das war aber echt. Das ist wirklich so auf der letzten Frame-Rille, ne? Ja, das ist zuverlässig. Das Gute an dieser Eiskeule ist ja auch, dass die Stufe im Prinzip egal ist, weil der Effekt ja. Anhalteffekt immer gleich. Na, rechts, da geht's weiter, ne? Ja. Also, es gibt verschiedene. Da ist aber hier eine Boxhornrune, ne? Da wollen wir hin. Warum haben wir. Ach, da hätte ich zuerst hingehen können. Da sind die Sandalen. Da ist noch ein Gang. Wir brauchen nur noch einen Schlüssel mehr.
Und da unten ist die grüne, da geht's auch noch. Oh, da ist noch eine Scroll mindestens, ein Scroll-Gegner, ne? Da unten, wo der Stern so lunzt. Und wo die rote Feuerbombe ist, da komme ich noch nicht hin. Du musst einfach nach links und runter. Ja. Ja, gehen wir doch die Route. Wird es der erste Run sein, den wir durchspielen? Ja. Holen wir uns hier die Bosszelle. Ich glaube, ich erinnere mich mit Schaffen. Ja, mit Grausen, dass wir doch. Dass wir doch quasi in derselben Situation Perfekt. In der dritten Sendung schon waren. Also ja, dieses die Hand des geil. Königs haben wir noch nie gesehen. Doch, doch, Was? Doch. Ja, ja. Wir haben sie nur noch nicht besiegt. Sicher? Ja. Da war nämlich dann so schnell Feierabend. Nee. Deswegen habe ich, doch, 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 wenn ich es doch sage. Ja. Ja. Du verwechselst das mit dem privaten Run. Oh, darf ich noch mal kurz eine Erkenntnis mit dir teilen? Die Hand des Königs, die schmeißt ja auch so Bomben, wenn ich mich da richtig erinnere. Und mit diesem kann ich die vielleicht so als wow, Last Minute er oder ich Todessituation vielleicht wegschleudern. Weil er hat mich ja letztes Mal wirklich fertig gemacht. Als du privat zu Hause gespielt hast? Nein, als wir hier in der Sendung, das war in Sendung 3. Da haben wir doch gedacht, das Let's Play ist gleich vorbei und dann kamen all die qualvollen Folgen danach. Was hatten wir da für ein Equipment? Wahrscheinlich die Elektropeitsche. Ja, das ist das Problem. So gut die Elektropeitsche ist, aber ja. Da ist gut, dass man jetzt den Rucksack hat, dass man eine Alternative hat. Ah, da sind die letzten. Easy peasy, lemon squeezy. Geh weg aus der Reichweite. Ja, egal. Ist egal. War ein bisschen gepokert, gebe ich zu, aber ich hatte schon ein gutes Gefühl. Na komm. Na komm. Hier, pass auf. Nein! Falsche Taste. Alter. Ich wollte es dir endlich mal zeigen, diesen geilen Ding. Und drücke die falsche Taste. Oben ist noch eine Hähnchenkeule. Okay. Alter Leckofand. Okay. Ich wäre jetzt, ohne mit dir zu sprechen, wäre ich nach Hause gefahren. Ja, das kannst du aber glauben. Das kann ich verstehen. Ich wäre auch nach Hause gegangen, ohne mit mir zu sprechen. Leckobär, das war. Teleportier dich doch mal kurz zur Hähnchenkeule. Da ist noch. Aber da kamen wir da raus? Nee. Wo war denn die Hähnchenkeule? Ja, du musst erst wieder raus aus diesem. Irgendwann muss ich erst mal rechts noch säubern. Guck mal, ich habe 3 Schlüssel. Ich habe noch 2 Tränke. Da ist die Hähnchenkeule jetzt nicht das. Die Dinger nehmen so viel ab, das geht schnell mit den Typen hier. Das stimmt. Aber. Das wäre ein Moment wieder gewesen für Darwin. Ja. Worst Dass man wirklich sagt, ey, alles ist geil. Und da würde ich mich auch ein bisschen als Zuschauer betrogen fühlen. Ich habe gestern, ich habe es auch getwittert, weiß nicht, ob es gesehen hast, ich habe gestern Schach gespielt im Stream. Nee. Und es war wieder eine typische Eddie-Situation. Sowas passiert auch immer nur mir. Ich sitze da und während ich spiele, erkläre ich so, was sagt die Grundlinie matt was? Nein. Wenn dein König quasi unten nirgendwo mehr hin kann und einer dann einen Turm oder eine Dame unten spielt und dann bist du schachmatt, weil der König nirgendwo mehr ausweichen kann. Und ich erkläre noch so, ich habe haushoch geführt in dieser Partie. Es war eigentlich schon, der hätte auch aufgeben können, der Gegner, hat aber noch weitergespielt. Ich musste ihn eigentlich nur noch matt setzen. Und dann fange ich an zu sagen, ja, man muss in solchen Situationen, wenn man haushoch führt, muss man aufpassen, dass man da nicht einen Grundlinienmatt kriegt. So wie ich da unten gerade stehe, ist das leicht zu passieren, aber deshalb werde ich ihm jetzt hier den Turm erstmal schlagen. Schlag seinen Turm, er schlägt meinen Turm mit seiner Dame und ich mache irgendwas anderes und er zieht mir der Dame runter und macht mich Grundlinienmatt. Und es ist exakt das eingetreten, ja. Was ich 5 Sekunden vorher erklärt habe, worauf man achten soll. Und verliere diese Partie, die ich eigentlich schon längst gewonnen hatte. Und ich habe danach den Stream beendet, weil ich war nicht mehr in der Lage, gescheit zu reden oder zu denken. Ja, das ist ja auch klar, dass das. Aber das, ich meine, das sind die besten Videos, ne? Also im Nachhinein ist das die lustigsten Momente. Das muss man ja nochmal sagen. Aber ich war so sauer. Ich habe locker noch eine halbe Stunde nach dem Stream gebraucht, um das zu verdauen. Das verstehe ich. Und das Schlimme ist, man kann ja auch niemand anderen außer sich selbst verantwortlich machen. Ja. Nicht so wie du bei der Arbeit, wo du einfach ja eine Herrscher an Untergebenen hast, denen du ständig irgendwas unterstellen kannst. Was machen wir hier?
vergiftet Gegner, die sich verletzen, ja. Oder? Ja, aber wir kriegen mehr. Wir kriegen alles, was wir schon hatten, plus noch ein bisschen vergiften. Was, ja. Das ist ein guter. Ist gut. Verkaufen, verkaufen. Ah, sowas ist wirklich erbärmlich, ja. Das kann ich gut verstehen. Dass man da kurzzeitig an sich und seiner Zurechnungsfähigkeit so ein bisschen. Ich habe wirklich an meiner Zurechnungsfähigkeit. Also wirklich, ich habe das Gefühl, in 10 Jahren bin ich dement. Oh. Ach du, was ist denn da? Guck mal. Ja. Klar. Ach nee. Natürlich nicht. Kriegt man denn den Mondschlüssel hier? Diesen ist das dieser weiße Schlüssel? Ja. Aber dann muss man den aus einem anderen Level mitnehmen, oder was? Das ist eine gute Frage. Da hast nix. Nee, ne? Wir fangen jetzt auch nicht mit der Bombe an, egal wie. Nee. La Bomba. So, wo war denn jetzt? Es fehlt doch nur noch diese. Erinnerst du dich noch, als Lambada rauskam? Da ist die Hähnchenkeule übrigens. Da rechts kannst du sie noch mitnehmen. Verkaufen meinst du? Oder ich kann sie auch nutzen. Ja. Ey, ich habe 20.000. Sollte jetzt wieder erwarten. Da komme ich. Sollte jetzt wieder erwarten. Der Bossgegner gelegt werden. Bekommt man denn dann. Also behält man alles für den nächsten Run? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ach, guck mal da. Na doch. Schau, ach, guck mal, ja. Ich zuerst mal. Da ist er. So leer. Ja, so leer. Und Wasser. So, wo ist denn jetzt, wo wollen wir hin? Ach so, da wahrscheinlich, ne? Boah, da ist ja noch die Boxrune. Und oben noch der Sandalenmann. Stark. Okay. Was haben wir hier? Nochmal ein Schwert. Ach nee, das war ja der Verfluchte, den hatten wir schon. Stimmt. Muss runter zum Ram-Dingens. Ja. Dachte auch gerade, boah, geil, 2 und das ist ja noch besser. Und dann, ach nee, ist das gleiche. Und es ist auch nur 1. Ah. Guck. Ist das denn jetzt. Oh, erstmal. Ja, der Eis. Hey. Weg damit. Den mag ich eh nicht. Aber ich mag ja auch Hollow Knight nicht. Zu Unrecht, wie gesagt. Ja. Dann sagst du, sagt jeder. Aber ihr liegt ja auch falsch. Mit vielen Sachen übrigens. Ich möchte dazu sagen. Unten geht's ja noch weiter. Ja. Ich korrigiere das ja gar nicht alles, wo ihr falsch liegt. Manchmal ist es ja auch so, ich höre Sachen, die komplett falsch sind. Und kommentiere das gar nicht, sondern nur in meiner Stimme. Also du meinst das Hochrechnen jetzt, das, was du alles liegen lässt, obwohl du es kommentieren könntest. Genau. Ne? Okay. Oh, das ist Dark. Guck mal, ein Bild von Dark. In der deutschen Serie Dark, oder? Ziemlich. Ja, sicher. Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Der kleine Junge mit dem. Was sind da noch für Anspielungen? Das Haus, weiß ich nicht. Kennst du es? Welcher, was ist das? Nee. Was da drunter ist? Was gesagt, vielleicht hier das, wie heißt es nochmal? Ab mit dem Haus an den Fällen, aber das wäre zu. Was? Der Mann mit der Krone? Könnte Schredder sein? Schredder! Was wollt ihr durchlaufen? Ja! Rocksteady und Turtles! Ach, guck, da geht's zum Bossi. Ach, du meinst. Scheiße. Zeitfenster. Oh. Ja, den Boomerang wirst du nur kriegen mit dem Schädel. Ja. Pergament der Macht. Kannst Schädel? Ja, du kannst dann so deinen Kopf werfen und den kleben lassen. Ist das dann auch ein Ding hier? Kriegst du nach dem Sieg. Okay. Die verkaufe ich jetzt einfach aus. Was ist mit dem Scheiß? Der tolle Fehler. Alter, ich sag mal so, ne, was willst du mit der ganzen Butter? Im Sarg hast du kein Brot. So fühle ich mich gerade. Ich habe so viel Kohle. War da noch irgendwo? Ja, da oben können wir noch mal einmal zurück. Ne? Gucken, ob da noch irgendwo. Wir haben 20 jetzt. Das ist schon krass. Das ist schon sehr gut. Aber ist die absolute Anzahl, also die Gesamtanzahl an festgelegt? Ne? Ist die festgelegt? Das weiß ich nicht. Also wahrscheinlich gibt es eine feste Zahl. Die Frage ist, hat man alle gefunden? Wie viele Versteckte gibt es noch? Und wahrscheinlich gibt es noch mehr, wenn du dann die Runentüren, die Bosstüren aufmachen kannst und. Keine Ahnung. Ja. Ach, guck mal. Oh Gott. Das ist ja der König.
Und das ist die Königin. Was ist denn mit der Königin? Vor allem die Hand des kämpft man irgendwann noch mal gegen den König auch? Du kannst, oder ist, ja, wenn ist du eher Hand der des, König, ist das die Story? Wenn du die Hand so. Des Königs besiegt hast, ja. Spoiler, kannst du entscheiden, ob du den König umbringst oder nicht. Also mit ein bisschen Glück kommen wir gleich in diese Situation, willst du damit sagen? Ja. Ich habe ihn umgebracht. Vielleicht und muss man ihn sogar auch umbringen. Ja, dann startest du ein New Game Plus. Ach so. Also das können wir ja gleich mal da sehen. Falls, du, also falls wir ja, jetzt, du wirst das ja wohl mit diesem Bild schaffen. Boah, nein, ich werde es nicht schaffen, weil ich vergesse zu freezen. Ich schieße in die falsche Richtung. Ich glaube, freezen bringt bei dem auch gar nicht so viel. Ehrlich. Super, dass ich das noch habe. Soll ich freezen jetzt tauschen gegen die Peitsche? Ja, kannst du überlegen. Allerdings, also Freezen verzögert zumindest immer, ne? Ja, das allerdings so. Der Typ spawnt manchmal Elite-Gegner. Für die ist es dann natürlich schon wieder ganz gut. Aber ich glaube, Bärenfalle und Dauerfeuer und Ausweichen wird. Oh, der Tornado klingt geil. Mach das bitte. Aber wir haben jetzt 50. Wir können, glaube ich, jetzt initial eine Sache freischalten. Ich will nicht die. Willst du mal sagen? Schlangenzähne? Was sind schon? Geh mal runter, Schlangenzähne? Das ist wieder ein sehr kompliziertes ja. Ding, aber vielleicht ist es auch super geil. Aber wir könnten mit 50 halt jetzt echt auch was auf Anhieb freischalten und das lässt mich doch noch einmal neugierig hier durchscrollen, ob es da vielleicht dann doch irgendwas gibt. Aber dieses Outfit, mit dem man durch diesen ich Level bin für Tornado. Oder Goldreserve freischalten, guck. Ja, 500 Euro mehr spawnen. Nee, aber wir haben doch schon investiert da rein. Das ist nicht vorhin dein? Ja, ich weiß. Deckengeschütz, kennen wir das schon. Ist dein Run. Aber es wird mal irgendwann meiner. Also insofern, wir brauchen geile Waffen. Ja, gut. Okay, du darfst, nein, das ist in Ordnung. Tornado. Wie schnell du das Geschenk annimmst. Das ja, weil es ist nicht so. Du hast heute Geburtstag und ich habe mir überlegt, du hast schon aufgeschmissen schon. Schade. Ah, hallo, Herr Gefangener. Ergibt es Sinn nochmal? Nein, wir haben eigentlich, es ist gut. Oh, diesen Boss. Oh Gott, das ist jetzt. Du kannst nochmal die, ja. Die Modifikation, die Mutter, also die bei der Peitsche noch mal gucken, weil falls du ja. auf die Peitsche wechselst, könntest du gucken, ob da schon alles ideal ist bei den Modifikatoren ja. der Peitsche. Können hier natürlich auch einfach noch mal gucken. Das ist, boah, keine Ahnung, man weiß es halt nicht. Also Maximum, das ist erst eben. Ein Pfeil in die Blickrichtung ist auch gar nicht so schlecht. Ja, aber ich glaube, für den Boss ist das irrelevant. Genauso wie 50% Schaden bei GP Maximum. Ja, aber 2000 Schaden extra. Das sind 10%. Auch mehr. Du meinst, wenn du. Er schießt einen Pfeil in deine Blickrichtung. 2000 Schaden. Insgesamt macht die 6000 Schaden. Also, wenn du mit dem Pfeil und der Spitze triffst, dann machst du. Das sind 40% mehr Schaden. Aber. Ja, okay, aber. Ich würde das nehmen. Also ich ja, haben wir ja schon. Ja, eben. Ja, ja, okay. Gut. Hier kann man höchstens nochmal ändern. Ja, wir haben genug Kohle. Nee, eigentlich bringt das nichts. Das ist vielleicht ganz gut. Also, weil wir haben schon viel mit Feuer. Weißt du? 50% gegen betäubtes Ziel, oder? Das ist eigentlich auch ganz gut, aber wir haben schon viel Brennendes. Also so ein bisschen, ich mag ja das Grundrauschen im Schaden einfach. Okay, komm. Ich gehe jetzt. Oh, boah, ich bin echt aufgeregt. Let's go! Gibt's noch irgendwelche Tipps? Den Schalter um. Weißt du? Das wirklich einfach wenig Schönes in diesem Sound, das muss ich sagen. Gibt's irgendwelche Tipps? Hast du noch Tipps? Hast du jetzt noch irgendwie. Killen! Ja, du musst ihm halt ausweichen, keine Ahnung. Du hast ihn doch schon mal bekämpft. Ja, aber. Nicht erfolgreich. Nicht in die Stacheln reinfallen. Ja, das ist scheiße. Wenn er die zweite Ebene zaubert, also er zaubert dann oben noch eine Plattform auf jeden Fall oben drauf. Die Elite-Gegner als erstes killen. Bärenfalle nicht vergessen. Ja. Und es ist gar nicht so leicht, sich zu heilen bei dem. Man sollte sich rechtzeitig heilen, ab der Hälfte auf jeden Fall. Weil der echt ständig Druck macht. Oh, siehst du? Oh Gott, wie krass die reinhaut, ey. Die Bärenfalle allein. Oh. Und gerne mal wegrollen auch. Du hast ja auch. Jetzt kommt die zweite Ebene.
und schießt die alle platt, genau. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, doch eigentlich sich zu heilen, ja, oder? Mal kurz überlegen, lass mal einmal nachdenken. Freeze. Ist es jetzt gut zu heilen? Ja. Weil jetzt heilig. Diskutier doch nicht so viel mit mir. Doch. So, und dann freeze, ist ja nötig. Freeze und kill. So, und freeze und kill und Bärenfalle und kill. Du musst Damage machen. Was war das? Das ist scheiße! Jetzt musst du dich heilen. Ja, gut. Rollen. Ja, und schieß, 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 schieß. Bärenfalle und heilen, ja. Okay. Digga, schieß doch mal in die richtige Richtung. Ja! So, er schießt. Die schießen jetzt. Jetzt heile ich mich. Alter Verwalter. Freeze. Was denn? Bärenfalle. Projektil, ja, genau. Sehr schön. Diese Scheiße! Durchrollen dann. Wenn er zu nah ist, ja. Rollen, rollen, rollen. Bärenfalle. Rollen, ja, rollen nach links, ja. Und schieß. Ah, das war super schlecht. Was war denn da los gerade? Dass ich beim auf die obere Ebene bei dem Gegner killen, da habe ich von der vollen Füllung 2/3. Oh, Leute. Danke, dass du es machst, dann müssen es meine Zähne nicht tun. Es ist wirklich. Ach Mann, jetzt sind wir da, wo wir beide nie sein wollten. Das ist doch scheiße. Wieso ist denn der so schwer? Warum sind da Pits? Warum sind da diese scheiß Stachelbecken? Das ist doch scheiße, was soll das denn? Das ist unfair. Ich komme doch auch nicht mit. Ja, gut, ich komme schon mit ein paar Hilfsmitteln an. Aber. Ach, leck mich doch am Damm, ey. Du hast jetzt das geile Equipment: den super Bogen und den geilen Nagel. Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich hatte mir so viel versprochen. Was würdest du sagen, wo waren die Fehler? Ja, also erstmal hat er mich eliminiert. Die Fehler lagen, ich glaube, ich hätte noch mehr freezen müssen, weil das hat doch mehr gebracht als gedacht. Aber ich kann auch die Attacken nicht gut genug lesen, noch nicht. Ich habe ja irgendwann das mit dem Stampfen dann ein, zwei Mal gut gemacht, wo diese Bodenstacheln dann kommen. Aber dieses, er wuscht dann durch, drückt dich in die Scheiße rein da, ey, leck mich. Und natürlich dumm das mit den Gegnern, weil das ist ein gutes Fenster, kaputt machen. Du meinst mich? Ja, 10. Nee, ich habe richtige Scheißwaffen. Ja, aber ist doch egal, die werden doch nur besser durch Mut. Guck, da wär's schon gelaufen. Ja, aber. Ich fühle mich mit diesem Bild gerade hier mega schlecht, mit dem dummen. Der dummen Hollow Knight-Lanze, ey. Ja gut, dann guck mal, da ist doch dein Blutschwert, du liebst es doch. Wo denn? Ah, jetzt. Och, Manu, das wird nichts mehr in diesem Leben. Nein. Naja. Was sagt mir, was meinst du, woran es gelegen hat, primär? Was war der Hauptfehler? Also, du hast einfach 2-3 Mal in die falsche Richtung gefeuert. Ja. Das ist einfach Damage, der den du nicht wiederkriegst, sag ich mal. Dann hast du zu wenig gefreezed, auch gegen die Elite-Gegner zu viel Damage genommen. Die hättest du souveräner machen können. Dann hättest du nicht so viel Heilung verloren. Und unten hast du zu wenig gerollt gegen ihn.
Ja, wahrscheinlich. Aber du kannst ja auch immer nur rollen oder schießen zum Beispiel. Ja, nee, aber wenn er da so in der Mitte ungefähr ist und auf dich zurennt, dann musst du einmal durchrennen, dass du wieder die längere Bahn hast. Und ja, keine Ahnung. Da war noch ein Gegner. Aber es ist immer leicht zu sagen, als zu sehr. Der ist hart, der Typ. Ja, das ist echt. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es mit der Armbrust schwierig wird. Gegen den. Ja. Weil die macht dann halt so viel Schaden. Musst du im Prinzip dauernd. Boah, ich habe so schon wieder nur Dreck hier. Das ist ja schon. Ach, Zeit, ist alles nicht schön. Es ist nicht schön. Multibogen. Ja. Der ist halt stärker, macht nicht so viel, nicht so schnell, klar, aber ich glaube, der Schnellfeuerbogen 1, der würde dir eh nicht lange Freude machen. Gut, der jetzt vielleicht auch nicht. Ist auch egal. Ach Mann, ich sah es doch einfach schon. Und irgendwann habe ich auch nicht mehr dran geglaubt. Ja, man kriegt bei dem auch schnell Panik, wenn man da in diese Stacheln geschoben wird und so. Der ist halt auch, oh Gott, diese Schildtypen, ich hasse die so sehr. Ja, der, was soll ich dir sagen? Die Stacheln nehmen halt auch richtig viel Lebensenergie weg. Oh, ist das alles ärgerlich. Ich würde gerne nochmal neu starten, den Loop. Die Waffen gefallen mir nicht. Echt? Ja, komm, dann machen wir jetzt. Wir machen jetzt Schluss für heute und dann starten wir nochmal neu. Aber dann auch mit Fluchtür, falls es eine gibt. Wenn's, weiß ich noch nicht. Jetzt. Und 30 Gegnertür? Schon. Ja, 30 Gegnertür muss ja immer das Ziel sein. So, dann machen wir das. Dann haben wir doch einen Deal. Dann habt ihr auch einen Grund, worauf ihr euch freuen könnt. Ja. Ja, schade. Aber so geht dieses Abenteuer noch ein bisschen weiter. Ja, aber dieses Gefühl. So knapp vorm Ziel. Ich kenn's. Ja. Ich kenn's. Ich bin gestern im MG Plus auch an ihm gescheitert. Weißt du, das Problem war? Der Pfähler. Der hätte vielleicht schön ihm. Kann sein, aber. Aber in den anderen Leveln war natürlich der. Das war schon gut. Der Bogen war super. Der Bogen war super. Aber dafür ist der Rucksack vielleicht gut. Vielleicht müssen wir mit dem taktisch noch besser spielen, dass man wirklich sagt, das ist eine geile Waffe für vielleicht für den Boss. Die kommt in den Rucksack rein und die wird dann getauscht oder gezückt. Am Ende des Tages ist wichtig, dass du jetzt nach Hause fährst und weißt, es war nicht meine Schuld. Also meine. Ja. Es war deine Schuld. Ja, darauf können wir uns einigen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.